Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Ich bin's Patricia und ich zeige euch, wie ihr nur aus Zeitung dieses coole Schuhdesign für euren Topmodel-Schuh zaubern könnt. Alles, was wir für unser Stiefeldesign benötigen, ist wie gesagt Zeitung. Ich habe das Ganze jetzt schon einmal vorbereitet und habe schon mal einzelne Blöcke aus einer Zeitung ausgeschnitten. Die verkleinern wir natürlich gleich noch. Ich weiß auch gar nicht genau, wie viele wir brauchen. Ich schätze mal, ich habe ein bisschen zu viel, aber besser zu viel als zu wenig. Dann braucht ihr natürlich eine Schere, um die einzelnen Spalten gleich noch kleiner zu schneiden, und einen Filzstift, und natürlich, um die ganzen kleinen Teile aufzukleben, brauchen wir natürlich noch einen Kleber. Ich beginne jetzt damit, die einzelnen Zeitungsblöcke kleiner zu schneiden. Ich habe vor, so ein paar verschiedene Formen auf den Stiefel aufzubringen. Das heißt, nicht nur Vierecke, sondern auch Dreiecke oder auch irgendwelche Formen, die jetzt keine bestimmten Eckpunkte oder so haben. Einfach, dass das Ganze so ein bisschen wie ein Patchwork-Muster quasi später sein könnte, also wie so ein kleiner Flickenteppich aus verschiedenen Formen. Genau, und darauf ist dann zu achten, dass trotzdem am Rand dann vielleicht beispielsweise Vierecke aufliegen, damit hier natürlich der Abschluss gegeben ist. Aber erstmal drauf losschneiden, die Ränder mache ich dann zum Schluss. Ich mache auch unterschiedlich große Formen, damit das Ganze schön abwechslungsreich ist. So, jetzt mache ich erstmal weiter. Es kann sein, dass das Ganze noch nicht ausreicht. Das sehe ich dann, weil ich ja auch teilweise Überlappungen quasi später habe. Und dementsprechend weiß ich jetzt noch nicht, ob alle Teile meinen Stiefel dann letztendlich auch ausfüllen. Aber ich fange jetzt erstmal einfach an und schaue dann, ob ich noch weitere Teile brauche. Jetzt also einfach, da ich ja den Schwarz-Weiß-Look quasi mache, benutze ich jetzt nur die Vorderseite. Ich hatte auf der auf der anderen Seite der Zeitung war wohl ein Bild oder so etwas, dementsprechend ist das jetzt ein bisschen bunt, aber ich nehme nur die Vorderseite. Die Formen, die jetzt gerade sind an der Seite, die bringe ich dann auch direkt an der Seite hier an, damit ich hier einen schönen Abschluss habe. Hier schneide ich gleich nochmal dran lang, weil man diese Rundung da nicht hinbekommt mit den geometrischen Formen. Worauf ich allerdings achte, ist, dass ich die Teile gerade quasi anbringe, also nicht die Schrift auf dem Kopf. Aber das könnt ihr natürlich auch machen, wie ihr das gerne möchtet. Hier schneide ich jetzt einmal schon vorher, damit ich das andere Teil besser auswählen kann, welches ich dafür benutze. Nur ganz grob. Ich schaue gerade mal, dass ich noch irgendein kleines Teil, sonst schneide ich gleich noch mal eins zurecht, habe, was hier vorne hin kann. Und bei dem die Schrift dann noch gerade ist.
immer so eine kleine Puzzlearbeit. Ich schaue gerade, welches Teil so am besten an dieser Stelle aussehen könnte und ungefähr von der Größe passt. Ah, nee, das nicht. Jetzt wird das Ganze ein bisschen einfacher, weil ich nur noch den Innenteil ausfüllen muss, außer oben die Kante. Und dementsprechend ist es egal, welche Form ich benutze. Da ich auch so ein geometrisches Dreieck gerne im Vordergrund habe, klebe ich das jetzt einfach nochmal hier drüber. Jetzt klebe ich noch mal ein paar Ecken nach, die noch ein bisschen hoch stehen. So, und oben sind noch zwei kleine Lücken. Also hier ist einmal eine. Klebe ich noch mal immer was drüber. So, jetzt ist der Schuh erstmal fertig. Jetzt werde ich das Ganze noch hier einmal einschneiden, dass wir gleich wieder diesen Hohlraum des Schuhs quasi am Schaft haben. Den werde ich gleich mit einer anderen Farbe anmalen. Dafür muss ich die Ecke einmal ein bisschen hochklappen. Ja, Kleber ist schon gut angetrocknet. Gehe ich nämlich gleich einmal mit einem schwarzen Filzstift drüber. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, zum Zeichnen. Und ich fange einmal hier oben an und werde den Schaft hier nachzeichnen. So, und dann werde ich einmal hier unten das Plateau und den Absatz auch einmal in Schwarz anmalen. Und fertig ist unser Stiefel. Mit welchem Material würdet ihr denn einen Topmodel-Schuh verzieren? Schreibt es doch gerne in die Kommentare und schreibt uns doch auch gerne in die Kommentare, wenn euch unser Schuhdesign aus Zeitung auch so gut gefällt. Und damit ihr auch in Zukunft kein Video mehr von uns verpasst, abonniert doch den Kanal. Bis bald!